Willkommen zurück, liebe Leute, zu Diablo 3. Ihr hört, wie gesagt, meine Stimme ist angeschlagen. Wir haben es ja schon in der letzten Folge ein bisschen erwähnt. Und die Stimme vom Game2Play ist auch angeschlagen, aber seine, finde ich, klingt jedenfalls noch sexy im Vergleich zu meiner. Ich bin ein Bassmensch. Du bist ein Bassmensch. Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Alter? So. Ja, ich rede ja schon, ja. Ja, gut. Ich gebe alles. Tyrael wollte mit uns reden. Heute ist ein guter Tag. Ihr habt dieses Land befreit und einen Herrscher der Hölle in die Knie gezwungen. Genießt diesen Moment, denn morgen geht der Kampf weiter. Keine Zeit, sich auszuruhen. Asmodan plant schon jetzt unsere Vernichtung. Der Herr der Sünde ist ein hinterlistiger Taktiker. Er wird uns dort angreifen, wo er glaubt, dass wir es am wenigsten erwarten. Und da, wo eine Niederlage unseren Willen brechen würde. Du lernst schnell, Lea. Du musst jetzt in die große Bibliothek von Chaldeum gehen und die Arbeit deines Onkels fortsetzen. Ich habe gute Fortschritte gemacht. Oh, Stufe 53. Schön. Kriegserlösung. Ich habe noch ein Item bekommen. Ich habe noch neue Runen bekommen. Achso, warte mal. Item? Ja, toll. Eine Axt. Fähigkeit, Vitalität. Nö. Was ist das? Land der Toten? Ja, doch. Noch mal kurz meine Fähigkeiten checken. Hier habe ich zum Beispiel was Neues. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Oh, ich habe jetzt mal was Neues zum Ausprobieren. Mein Golem ist weg, dafür habe ich jetzt... Wow. Krasse Sache. Okay, cool. So. Oh toll, kaum habe ich einen neuen Helm und sowas angelegt. Sehe ich nicht mehr aus wie Gendorf, Mann. Ich habe gehört, ihr seid aus Tristram hierher gekommen. Meine Familie kommt von dort. Diese Gegend ist wirklich vom Pech verfolgt, nicht? So. Ich warte jetzt nur noch auf dich, ne? Ja. Ich bin soweit. Okay. Dann mal ab in die nächste Videosequenz. Ich kann jederzeit auf. Lasst es mich wissen, sobald ihr bereit seid. Akt endet in 19 Sekunden. Okay. Ja, wie fandest du den zweiten Akt? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Wir waren doch jetzt im zweiten Akt. Ach so, das meinst du, die Videosequenz meine ich. Nee, die kommt ja jetzt. Das gleiche ist ja die für den dritten Akt. In 4, 3, 2, 1. Ich fand ihn geil. 1. Mega Laune gemacht. Viel Spaß. So. Sogar mit Endboss. Das alles einfach nicht verstehen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Ich
alle getäuscht. Meine Brüder sind einer nach dem anderen in deine Falle getappt. Doch nicht ich. Ich trotze dir. Ich weiß, der schwarze Seelenstein ist der Schlüssel. Und er wird mir gehören. Meine Armeen werden sich aus dem geborstenen Berg ergießen und diese Welt und jede Hoffnung zerschlagen. Meine Diener werden den Stein finden, wo auch immer du ihn versteckst. Dann endlich werde ich Asmodan herrschen, als das oberste Übel. Lea, geht es euch gut? Sprecht mit mir, Kind. Ariad, die Dämoneninvasion kommt vom Ariad. Lea weiß nun, wohin uns unsere Reise führt. Asmodans Armeen werden aus den Tiefen des Ariad-Kraters emporströmen. Damit werden die Streitkräfte der Bastion die volle Wucht des Angriffs zu spüren bekommen. Ich muss dafür sorgen, dass sie ihn abwehren. Wow. Wow, wow, wow. War geil. War geil. Ich weiß ja schon ein bisschen mehr, dadurch verstehe ich diese Zwischensequenz auch ein bisschen mehr. Aber das war, jetzt macht es auch alles Sinn für mich, für dich wahrscheinlich noch gar nicht. Was für Fallen stellst du dir bestimmt gerade die Frage, ne? Sie hat jetzt bisher einmal nur eingegriffen. Wow. Die Verteidigung der Bastion wird durchbrochen werden. Die Soldaten sind versprengt und fliehen vor Asmodans Horden, die sich aus dem Ariad-Krater ergießen. Und wenn die Bastion fällt, wird Asmodan den schwarzen Seelenstein an sich nehmen. Wenn das geschieht, ist diese Welt verloren. Das werde ich nicht zulassen. Entzündet die Signalfeuer und zeigt diesen Soldaten, dass wir noch nicht besiegt sind. Die Rettung ist da. Geht, ihr werdet dort unten gebraucht. Ja, auf jeden Fall eine echt schöne Sequenz, muss ich schon sagen. Grafisch auch. Ja. Nicey. Ja, klar, grafisch müssen wir uns nicht weiter drüber unterhalten, ja, das ist Blizzard. Nö. Ja. Er begehrt auf. Er widersetzt sich sie. Sie flüstert hier ist ein Buch. Aus dem Inneren zu. Die Dämonen im Inneren versuchen zu entkommen. Allein deine Kraft kann den Stein zusammenhalten, meine Tochter. Wir haben die Bastion erreicht. Aber den schwarzen Seelenstein zusammenzuhalten, erfordert all meine Zeit. Manchmal denke ich an die verwundeten Soldaten und ihre Familien da draußen. Doch dann lässt meine Konzentration nach und die Zauber werden schwächer. Ich darf nicht schwach werden und muss darauf vertrauen, dass mein Begleiter für die Sicherheit der Festung und ihrer Bewohner sorgt. Neue Transmogrifikation. Immer diese Fremdwörter. Lass den Ruf erschallen. Die Bastion. Hier ist ein Teleporter, der ist aber noch nicht blau. Ist er bei dir blau? Nein, weil wir ja noch keinen zweiten Wegpunkt haben. Achso. Na klar, gibt's Sinn, ne? Ja. Gut. So, warte mal, hier haben wir doch bestimmt einen normalen Händler. Mal gucken, ob wir hier da unten. Ich muss los, Martha. Ja, Martha, dann er muss los. Alter, was für eine Axt? Ja, die macht so Schaden, aber das bringt mich doch nicht weiter. Und Heilsmark.
Arcana Stab. Aha. Also bei dem würde ich nochmal bei weitem mehr Schaden machen, wenn ich mir den jetzt hole. Habe ich jetzt mal gemacht. Jetzt möchte ich den mal anlegen. Mache ich dann jetzt wirklich mehr Schaden? Alter, was? Messerschnitt? 21.000. Ich habe vorhin wegen der Waffe gemeckert, ne? Ich bin jetzt von 11.000 auf 21.000 Schaden hochgeschossen. Was? Hast du diesen Arkanstab 586 geholt, oder was? Nee. Ich hatte noch einen von einem Boss bekommen. Messerschmitts Räuber. Ah, nee, von der Quest. Okay. Alter Verwalter. Mal eben 10.000 nach oben. Kann man ja machen, ne? Ist ja kein Ja, Weg. Ist auf jeden Fall gut, ne? Hab ich nicht. Also, boah. Würde ich sagen, komm, lass mal noch hier ein bisschen was erledigen. Signalfeuer. Ja. Um hier. Ah, hi. Ach, Asmodan, sei ruhig. So, wir müssen hier rein, genau. Wir haben das Notfeuer gesehen. Wir müssen die restlichen entzünden, aber die Dämonen sind überall. Ich bin auf jeden Fall gespannt wegen diesem Gebiet hier, was hier so passiert. Ja, gerade auch jetzt eine andere Atmosphäre wieder, das ist komplett anders jetzt. Von der Hitze in die Kälte, beziehungsweise ist das ein Vulkan, oder? Oder ist es jetzt Schnee? Das ist Schnee. Okay. Also jedenfalls sieht es aus wie Schnee. Ich habe auch überlegt, ob es vielleicht Asche ist oder so, aber gut. Leute, hört doch auf, so gut zu brüllen. Meine Fresse doch. Nur am Brüllen. Oh. Oh, hi. Na, ihr? Wir haben alle einen Sonnenbrand. Es braucht noch etwas Zeit. Aber ich finde, ich könnte ruhig noch ein bisschen mehr Schaden machen. Ich glaube, dann kommen wir zu schnell durch, ne? Ja. Ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich gerade nur wieder über mein Laufen, weil ich komme gar nicht voran. Du stehst bei mir, ne? Ja, ich laufe und werde immer wieder zurückgespawnt. Hier ist ein Buch. Jetzt kann ich laufen, aber wow. Der Knaller. Na, hier sieht man das, genau. Befehle. Ach, wie schön, die Gegner kommen nicht an mich ran. Ach, verdammt, wir hatten das aufgemacht. Ach, du. Die Bastion, ja. Ihr Kommandant, sollen wir vor dem nächsten Sonnenaufgang zu Füßen liegen. Dann wird der Rest dieser Welt bald folgen. Nee, ist nichts Besonderes. So, ein bisschen. Oh, guck mal. Oh. Ich war jetzt ein bisschen Blitzschreien. Ey, der hat mich von Angst weglaufen lassen. Ach, sagt doch, deshalb einer explodiert. Oh. Neue Handschuhe, okay. Oh, dann war das erste Leuchtfeuer. Ja, kommt her, ihr Süßen. Also irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass meine Attacke nicht so wirklich was bringt. Bei dem Schaden? Nee, ich meine mein Fluch, der hier die ganze Zeit um mich herum ist. Ach so. Der verflucht ja automatisch und ja.
Der dämonische Höllenbringer. So, schnell erledigt. Und das erste Leuchtfeuer aktiviert. So, die anderen Leuchtfeuer müssen wir dann im anderen Part suchen, bei dem lieben Game to Play. Darum schaltet bei ihm wieder ein. Und ja, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Ciao, Leute.